An diesem Abend stand das Regionshaus ganz im Zeichen der Umwelt. Verbunden wurde Region und Umwelt durch Regionspräsident Hauke Jagau, der das Programm eröffnete. Also sind wir hier immerhin seit 10 Jahren dabei, eine Veranstaltung zu machen, die, wenn es sie nicht gäbe, dringend erfunden werden müsste. Ausgezeichnet wurden alle Betriebe, die neu eingestiegen oder zum Teil schon von Anfang an dabei sind. Die Entwicklung des Öko-Profit-Programms in Hannover begleitet bis heute Silvia Hesse. Als wir 1997 in den lokalen Agenda 21-Prozess hier in Hannover in Gang gesetzt haben, haben sich ja mehrere hundert Personen daran beteiligt, auch Vertreter der Wirtschaft. Und es ist eine Anregung an uns herangetragen worden, und zwar, dass wir eine sozial-ökologische Wirtschaftsförderung auch einführen sollten. Und diese Anregung ist dann von Seiten der Politik aufgegriffen worden. Und der Stadtrat hat entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt, sodass wir das Projekt, was sich in Graz und auch in München schon sehr bewährt hatte, hier nach Hannover holen konnten und freuen uns natürlich jetzt sehr darüber, dass wir 1999 dann zum ersten Mal mit dem Projekt hier in Hannover beginnen konnten und wir seitdem zahlreiche sehr, sehr engagierte Unternehmen dabei haben. Die weltweite Entwicklung des Programms stellte Christoph Holzner von Ökoprofit aus Graz vor. Unter anderem existiert das Programm bereits auch in China. Die Nachwuchskünstler von Stagecoach verknüpften das Thema Umwelt mit Gesang und Theater.